Hallo und herzlich willkommen vom Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Wir sind wieder da in der zweiten Liga. Es hat direkt geklappt mit dem Wiederaufstieg. Und jetzt steht die Sommerpause bevor. Ich hätte gedacht, es gibt jetzt ein internationales Turnier, aber das gibt es ja nur in den Jahren mit runden Zahlen. Also in diesem Jahr keine EM oder WM. Wir werden jetzt hier im Juni auch nicht mehr groß irgendwas machen. Ja, ich gucke mir nochmal den Kader an. Da ist alles geklärt. Ich weiß nicht, ob ich Neuverpflichtungen brauchen werde. Ich werde ja zumindest Vastic ersetzen müssen. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich mich von irgendwem trennen werde. Ja, wir lassen die Saison ausklingen. Hier passiert jetzt herzlich wenig. Deswegen gehen wir einfach mal rein in die Woche. Gordon hat sich eine Rückenprellung zugezogen. Ja, der ist jetzt einer der Bestverdiener. Das ist natürlich, sieht natürlich merkwürdig aus, da er eigentlich zwar quasi der 12. Mann ist, aber von der Bank kommt. Und da werden einige andere wahrscheinlich auch noch Gehaltserhöhungen fordern. Die werden dann wahrscheinlich auch noch kommen. Aber ich weiß auch nicht, ob sich die Gelder automatisch in der zweiten Liga erhöhen. Aber wenn dann ja wahrscheinlich für alle. Barcelona hatte die Club-WM gegen den brasilianischen Verein SC International mit 1:4 verloren. Trainer des Jahres Jörg Heinrich, der ist bei Holstein Kiel. Ich wusste gar nicht, dass er trainiert. Slaven Bilic, Claude Makelele, Copao Alama. Ja, Marco Gallo vom Bayern FC Bayern München hier, Fußballer des Jahres, Europas Fußballer des Jahres, Kai Havertz von Bayer Leverkusen. So, und jetzt kommen die Auf- und Abwertungen. Da bin ich doch mal gespannt. Das ist natürlich auch relevant für unsere Kaderplanung. Birjukov wird aufgewertet, das geht allerdings nicht durch. Lennart Grill bleibt gleich stark. Joey Brenner, der musste in die Röhre gucken, saß meist nur auf der Tribüne eigentlich fast immer und wird auch abgewertet im Alter von 31 Jahren. Robin Becker, ein Veteran mit 30 Jahren, aufgewertet, aber das ist nicht möglich hier. Steffen Nkansa auch, der in bestechender Form, aber seine, ja, man ist limitiert, was die Verbesserung in der dritten Liga angeht, deswegen, ja, auch hier keine wirkliche Verbesserung. Jetzt Yu, der kam zu ein paar Einsätzen, es waren wahrscheinlich nicht so viele, wie er sich gehofft hätte. Lemon Cookie, einsatzbedingt wird er aufgewertet, er hat ein Tor erzielt, kam im Alter von 20 zu den ersten Einsätzen, wird vielleicht gleich doppelt aufgewertet. Ja, da hat er den Yu wohl überholt, Henrik Lemon Cookie, ein Name, der für Qualität steht. Nico Neidhardt hat wohl seine besten Jahre hinter sich, wird auch leicht abgewertet, ist nicht mehr ganz der Alte, aber immer noch ein wichtiger Teil unseres Kaders, der junge 20-jährige Lawrence Chapman. Aber klar, die Nummer 1 jetzt. Diese Aufwertung ging auch leider nicht durch aufgrund der Liga-Limitierung. Die werden in den nächsten Jahren durchstarten können in der zweiten Liga. Da bin ich mir sicher. Kevin Gordon bleibt gleich stark. Amade ebenso. Fast alle Spieler hier in hervorragender Form. Dick Clark bleibt auch gleich gut. Dwayne Holmes könnte im Alter von Ü30 langsam etwas schwächeln. Nein, er hat sich gehalten. Mike Feigenspahn, für den gilt dasselbe. Der wird sogar aufgrund seiner guten Form aufgewertet. Das geht allerdings nicht ganz durch. Mal wieder die Liga-Limitierung schießt uns hier ins Knie. Philipp Kostic, 34 Jahre. Wie lange wird der wohl noch spielen? Hält sich aber gut in dem Alter. Kammerbauer hat auch seinen 30. Geburtstag gefeiert. Ist aber auch, wie eigentlich alle hier, in hervorragender Verfassung. Bleibt gleich stark. Marvin Gentner, ein Mann, dem die Zukunft gehört. Er hat überraschend viel Einsatzzeit sammeln können. Was heißt viel? Schon ein paar Spiele machen können. Wird dementsprechend auch besser. Ein Mann, dem die Zukunft, wie gesagt, positiv entgegenstrahlt. So, Leon Bürger bleibt bei Stärke 8 von Knebel. Wird aufgewertet, aber auch das geht nicht durch. Ja, ich konnte leider kein Spiel machen, aufgrund von schwerer Verletzung. Bin, glaube ich, der jüngste Mann hier im Kader. Trotzdem eine Respektsperson, ja, aber wer nicht spielt, der kann auch nicht besser werden. Jari Otto, viele wichtige Tore, einer der besten Torschützen der Liga, bleibt gleich statt. Belfodil, im Alter von 35, wohl der älteste Mann im Kader. Der macht aber noch weiter, der beendet die Karriere noch nicht. Toni Vastic hingegen geht in Rente oder was auch immer er mit seiner Zukunft vorhat. Er wird keinen Fußball mehr spielen, verabschiedet sich mit einer ordentlichen Saison. Okaka im Alter von 20 Jahren, sicherlich unser größtes Talent im Sturm, bleibt bei Stärke 7. Ja, viele Aufwertungen, die nicht durchgingen. Einige wenige Abwertungen, ein paar Aufwertungen, die durchgingen. Der Sieger hier wahrscheinlich Henrik Lemon Cookie, der den Yu überholt hat und jetzt quasi auf Platz 3 steht in unserer
Innenverteidiger-Hierarchie. Vastic hat seine Karriere beendet. Wir haben über 14 Millionen Euro Verlust gemacht. Wir müssen dementsprechend auch keine Steuern zahlen. Ja, aber die schwarzen Zahlen werden bald wieder geschrieben. Deutschland ist in der 5-Jahres-Wertung auf Platz 2, Spanien auf 1, England auf 3, Italien auf 4, Frankreich auf 5. Ihr Grundgehalt und die Punktprämie sind automatisch angehoben worden. Das wird für die Spieler wohl auch gelten. Klassenerhalt ist das Ziel. Bin ich doch dabei. Hauptsponsor, der Vertrag wurde aufgelöst aufgrund des Aufstiegs. Da müssen wir neu verhandeln. Machen wir jetzt auch. Als Co-Trainer verpflichte ich jetzt einfach mal Holger Stanislawski. So, mal für ein Jahr 220 Euro. Ich mache das meiste ja hier ganz gerne selber, aber der kann mir vielleicht mal helfen. Und Uwe Gams, Alter von 63 Jahren, möchte auch noch mal ein bisschen trainieren hier. So, in der zweiten Liga. Wir reisen per Bus. Statistiken sehr viel. Spielerbeobachter gebe ich auch mal 100.000 Euro aus. Wir sollten eigentlich sparen, aber ich tue es trotzdem nicht. Talentsuche auch mal 50.000. Die Amateurabteilung. Ich hätte mal ein paar Jugendspielern da noch Verträge geben sollen. So, wir werden wahrscheinlich weiter Minus machen. Das kann allerdings so nicht weitergehen. Weil wir haben auch noch keinen Hauptsponsor. SAP oder Postbank. Wir verhandeln einfach mal mit der Postbank. Die Zahlen. Die Zahlen ist viel, wenn wir aufsteigen. Nee. Fahren wir lieber mit SAP. Wir haben bisher viel mehr verdient. War das noch ein Zweitliga-Vertrag? 810.000. Das wäre deutlich weniger jetzt. Aber wir müssen unterschreiben. Das läuft jetzt für 3 Jahre. Ich weiß nicht, warum wir da jetzt so ein Minus gemacht haben. Manolo. Oh, oh, oh. Samata, die Agentur, kümmert sich um die Bandenwerbung. Ausrüster mit Nike. Fanartikel, das macht Manolo, 160.000, ja, jetzt haben wir dann doch ein bisschen verdient, werden aber wahrscheinlich doch Verlust machen. Ei, 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 vielleicht müssen wir hier ein paar Spiele abgeben. Ich schmeiße natürlich auch Geld für einige Sachen raus. So, Prämien, das machen wir wie im Vorjahr. Müssen uns ein bisschen Spendierhosen anziehen. Ja, es ist ja auch nur eine Kalkulation, muss ja nicht stimmen. Ich denke mal, damit sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Lennart Grill wurde zum Mannschaftskapitän gewählt. Transfers gab es auch noch. Wurde der Juli jetzt komplett übersprungen. Mittelstädt geht vom 1. FC Köln nach Everton. Voigt von Hoffenheim zum AC Mailand. Ja, wir... Oh, was? Wir wurden abgewertet, weil wir Schulden gemacht haben. Das wird mir jetzt zum Vorwurf gemacht, aber... Wenn wir noch länger in der dritten Liga verblieben wären, hätten wir noch viel mehr Schulden gemacht. So müssen wir das mal sehen. Es kommt zum Zweitliga-Duell hier in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Nürnberg. Die kommen aus der ersten Liga abgestiegen. Ja, Borussia Dortmund in der zweiten Liga, das muss man sich mal vorstellen. Wir gucken uns jetzt mal genau im Detail unsere Liga. Genossen ja Nürnberg, Dortmund, Bielefeld, Wolfsburg, Dresden, Stuttgart, Halle, Uerdingen, Aue, Münster, Unterhaching, Hamburg, HSV, Hannover, Bochum, Rostock, Braunschweig, Wiesbaden und Sandhausen. Wie stellen sich denn jetzt die dritten Ligen auf? Ja, Jena, nur ein Absteiger geht hier in die Liga. Ich verstehe das immer noch nicht ganz. Wattenscheid und Verl werden ja als Aufsteiger gewertet, aber Lotte ist doch auch neu, oder? Und Oberhausen, warum steht hier nur bei zwei Teams des N in Klammern? Hier dasselbe. Schweinfurt, Schaldinghain, Buchbach, Pirmasens. Hier gehen drei Teams runter. Kaiserslautern führt Ingolstadt. Ich verstehe immer noch nicht, wie hier die Aufteilung stattfindet, aber haben wir auch nichts mit zu tun. In der ersten Liga jetzt Köln, Heidenheim und Union Berlin. Holstein Kiel amtierender Titelverteidiger. Wir in einer Liga mit dem BVB. Das muss man sich mal vorstellen hier am 4.7.2027. Ich weiß nicht, ob unser Kader so unbedingt konkurrenzfähig ist, aber Geld zum Ausgeben haben wir eigentlich auch nicht. So, wir sind doch, wir sind sogar gut. Wir sind auf Platz 5 von der Stärke her. Besser. Oh, Halle, Hallischer FC, 66,6. So, Dortmund natürlich klar überlegen. Die wollen ja natürlich auch direkt wieder aufsteigen. Wir sind hier durchaus konkurrenzfähig. Wir könnten fast durchmarschieren. Waren wir da für die dritte Liga doch überqualifiziert? Aber wir müssen aufpassen. Wir sind im Minus. Aber hier wird man mal angestrahlt. Das erlebt man doch auch nicht so oft. Gerade hier, wenn man hier meinen Vorgänger sieht, gab es das selten so. Ich habe noch bis zum Ende der Saison Vertrag. Müssen wir uns natürlich auch mal gucken, wie es da weitergeht. Ich habe jetzt ganz gut Geld verdient. Kaufe mir jetzt mal eine kleine Eigentumswohnung. Nicht mehr zur Miete wird hier gewohnt. So, wir brauchen zumindest einen Ersatz für den Vastic. Jugendspieler gucken wir uns mal an hier. Der Mura kriegt einen Vorvertrag. Und die hier kriegen auch Vorverträge. Boah, hier der Bilia, der hat schon 3 Fähigkeiten im Alter von 15 Jahren.
Ja, ansonsten sind wir. Also wir haben nur den Vastic verloren, ne? Wir haben immer noch drei Keeper, vier Innenverteidiger. Ja, das sieht alles gut aus. Drei OMs, weil ich jetzt auch wieder spielen kann. Ich bin wieder gesund. Wunderschön. Ist doch herrlich. So, und drei Stürmer. Da hätte ich aber gern noch einen vierten. Gern mal wieder einen jungen Mann. Gucken wir mal. Hier haben wir zum Beispiel mittleres Talent Esteban Cavani. Ein Spanier, kopfballstark. Von Valladolid ein Hitzkopf und Joker. Aber ist auch vielleicht ein Charakter, den wir vielleicht gebrauchen können. 20 Jahre alt. Ungefähr so alt wie meine Wenigkeit hier. Mit dem verhandeln wir mal. Ansonsten geht es mit der Saison los am 21. August. Wir spielen zuerst gegen KFC Uerdingen, einen Bucket vom KFC. So, im August machen wir dann unser Trainingslager. Das absolvieren wir jetzt einfach mal in Faro Algarve. Gönnen uns da mal ein bisschen Sonne. Vielleicht nicht die besten Bedingungen für ein Trainingslager, aber das werden wir schon sehen. Die Testspiele absolvieren wir dort gegen Bielefeld und Garching. Kommen auch erst 5 Tage vor Saisonbeginn zurück. Hier machen wir mal ein paar Testspiele gegen Alemannia Aachen. Nicht zu viele Testspiele, aber auch nicht zu viel gegen Hoffenheim 2. Gegen Schwarz-Weiß Reden, die alten Kameraden. Wir machen hier mal einen Familientag. Ein Vereinsfest. Feste werden so gefeiert, wie ich sie lege. Saufen gehen tun wir lieber nicht. Italienisch essen gehen. Gucken, ob die Spieler das wieder durch den Hals bekommen. Ein Verbandsfest. Ah, wir machen hier einen richtigen Partymonat. Verbandsfest. Jugendtag wird auch gemacht. Vielleicht finden wir noch ein Talent. Sponsoren- und Fanclub-Tag machen wir später. Tag der offenen Tür wird hier auch stattfinden. Ja, wollen wir mal sehen. Den Frauen und Freundinnen ihrer Spieler gefällt das Vereinsgelände sehr gut. Sie kritisieren aber, dass ihre Männer ihre Schuhe nicht selber putzen müssen. Das ist ja halt so. So, bei ihrem Jugendtag ist ihnen ein Spieler ganz besonders aufgefallen, der zurzeit noch bei einem kleinen Dorfverein in einer Nachbargemeinde kickt. Anderson Lukuqui, 13 Jahre, Linksverteidiger Stärke 3. Wollen Sie ihn verpflichten? Ja, klar. Ist jetzt schon stärker als ich. UI-Cup wird gespielt mit den Würzburger Kickers. Die können es doch vielleicht noch ins internationale Geschäft schaffen. Waren die nicht Achter? Der Siebte kommt dann auch in den UI-Cup und der Achte auch. Haben gegen Vallecano aus Spanien allerdings 2 zu 4 verloren. Paris Saint-Germain mit einem geschmeidigen 8 zu 0 gegen Osijek. Ja, hier sind etliche Vereine dran an dem Cavani. Wir haben eigentlich kein Geld. Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Er ist skeptisch, weil er hier keine Chance auf einen Stammplatz sieht. Wurden die Gehälter alle angehoben? Gordon ist nach Holmes. Gordon und Holmes, die beide keine Stammspieler sind, sind hier die klaren Spitzenverdiener. Ich hoffe, dass es niemand bemerkt. Ich hoffe, dass mich niemand darauf anspricht. Über Geld redet man nicht. Ich hoffe, die Spieler machen das auch nicht. So, ansonsten wird hier sich hier jeder seine Gehaltserhöhung abholen können. Auch wenn uns das natürlich in weitere Schwierigkeiten bringen würde. So, der Cavani, ich verpflichte hier konsequent junge Leute, der soll hier auch eine Chance haben. Ja, das ist eine hartnäckige Verhandlung, aber wenn man sieht, wie gut wir sind, können wir durchaus hier um den Aufstieg vielleicht mitspielen. Aber es ist natürlich nicht das Ziel. Das Ziel ist Klassenerhalt. So, Blanco möchte 2,2 Millionen, das ist knapp das Doppelte, wie er wert ist, aber ich denke, das werden wir uns leisten können. Gucken, ob wir hier den Preis noch ein bisschen gedrückt bekommen. Ansonsten. Ich möchte das Geld durchaus ausgeben, wenn wir absteigen. Dann haben wir noch viel mehr Verlust gemacht. So 100.000 konnte der Preis gedrückt werden, nochmal 100.000. Und für 1,95 Millionen wechselt er ab sofort zu uns. Andere Transfers gab es Harold Brenner. Ja, den Namen kennen wir doch. Von Werder Bremen nach Brøndby. Ich gucke jetzt auch mal auf meine Ligagenossen aus der zweiten Liga. Da wechselte Jeremy King von Udinese Calcio zum Hallischer FC. Mills, Duncan Mills von West Bromwich nach Eintracht Frankfurt, Baia vom VfL Bochum nach Guingamp, Bebou von Hoffenheim nach Turin, FC Turin, ja, Cavani nach zu uns, Abraham von Pescara, Delfino Pescara nach Gladbach, Munoz vom FC St. Pauli zum HSV, ja, zwei Vereine und ein Spieler, den Sie hier aus dieser Doku schon kennen, Rasmus Pedersen. Ein echter nordischer Name hier. Von Rostock nach Dresden. Auch kein Transfer ohne Brisanz. AS Rom. Thiersman wechselt vom AS Rom zum 1. FC Köln. Dann Pionsu wechselt vom BVB nach Wolfsburg 2. Und ich
denke mal, unser Kader ist damit vollständig. Die Rücknummer 8 ist nicht vergeben. Doch, die bekommt dann der Cavani. Damit sind alle Nummern von 1 bis 11 vergeben. Der Kader ist vollständig. Wir freuen uns auf die kommende Saison. Mit der Saisonvorbereitung geht es jetzt weiter. Wir werden im nächsten Part dieser Doku sehen, wie wir gegen Alemannia Aachen, Hoffenheim, Reden spielen. Vielleicht auch werden wir die anderen Testspiele auch noch machen. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich sage tschüss, bis dann.